Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part in der Wölf-Trainer-Karriere in EFC 24. Weiter geht's und nach wie vor könnte ich natürlich rausfliegen, aber es ist mir scheißegal, weil sollen sie mich doch kicken. Ich habe den zwei DFB-Pokale geholt und wenn sie mich kicken wollen dafür, dann schmeißt mich raus. Mir ja. In Porto im Hinspiel in der Euroleague. Wir liegen 1 zu 2 hinten, aber das kann ich im Rückspiel noch aufholen. Ja, allerdings wird es keine Entwicklungspläne mehr geben, weil ich zu korrekt war und die Abwehr es mir einfach nie zurückgezahlt hat. Also. Ich habe den Part halt simuliert gehabt, ursprünglich gegen Bremen. Da gab es von der Simulation her eine 4 zu 1 Niederlage oder so. Also ich meine, das wäre eine 4-1 Niederlage. Es gab eine deutliche Klatsche. Und dafür, dass die dann dauerhaft fit sind und so, nö. Dürft mal trainieren, ihr Schweine. Weil was, wir kriegen so eine Klatsche von Bremen. Klar, unsere Abwehr ist nicht so krass, was Gesamtstärken angeht, aber trotzdem. Hakimi, Junge, halt die Fresse, Junge. Ich hätte Bock, dem die Kehle durchzuschneiden. Ich hätte Bock drauf. Also ich würde es nie machen in Real Life, aber in Real Life würde ich so drüber nachdenken, wie es wäre, ihm einfach die Kehle durchzuschneiden. Ich würde drüber nachdenken. Also natürlich würde es nicht machen, aber ich würde drüber nachdenken. Ich würde so, wie sich das wohl anfühlen würde, wenn der endlich die Fresse halten würde. Seine blöde Fresse und seine Scheißlage. Er spielt Scheiße und er kommt mir frech. Halt die Fresse, Junge. Meine Fresse, ich wünsche echt, seine Mutter hätte ihn nicht in die Welt gesetzt. Genauso wie bei Nuno Mendes. Die ganze Saison über Scheiße spielen und dann mir blöd kommen, oder was? Nein, verpiss dich aus dieser Mannschaft. Ja, mir egal, was du forderst. Also ich finde es echt scheiße, dass ihre Mütter sie in die Welt gesetzt haben. Also zumindest was, also in-game, in real life, weiß ich ja nicht, ob die auch so schlimm sind, ey. Aber deswegen muss das Moralsystem auch raus. Also wird eh noch eventuell irgendwann ein Video kommen zu, warum das Moralsystem unter aller Sau ist. Aber gut, das weiß sowieso jeder, warum es unter aller Sau ist. Weil EA die größten Hurensöhne auf diesem Scheißplaneten sind. Also da hat EA auch mal was geleistet. Also zwar was Negatives, aber gut, wann leisten die mal was Positives? Das, ja. Aber immerhin leisten sie mal was Positives. Also das ist ja, es kommt sehr selten vor und es ist wie ein Weltwunder. So blöd wie EA ist, aber immerhin so, ne? Also ist das halt auch. So, offensiver Mittelfeldspieler. Ja. Toll, dass ich darüber auch nicht informiert werde, ne? Das ist auch sehr, sehr nice. Dass ich darüber nie informiert werde, das finde ich, ja, super. Ich kann nicht mal zurück trainieren. Ah, ich kann es im Flügel machen? Ja, machen wir es einfach, ist mir egal. Hauptsache, Niemi kriegt noch Gesamtstärken hier. So, Dardai. Das so eine gute Idee war, Dardai wegzutrainieren, aber andererseits, ja. Nee, war es nicht. Okay. Zahlt sich einfach nicht aus. Er kriegt einfach nichts dazu. Was soll denn die Scheiße? Soll denn das? Aber zum Glück kann ich Dardai zurücktrainieren. Das ist immer ein Etwas. Was ja bei vielen leider nicht der Fall ist. Also könnte ich schon, aber dann würden es ja 300 Jahre dauern und naja, dann ist es das ja eh nicht wert, ne? Also wir wollen ja schnell, dass sie sich entwickeln und nicht erst ja, wenn die Karriere schon vorbei ist. Was halt natürlich sein kann, weil wer weiß, ob ich nach der Saison noch im Amt bin und wenn ich nicht mehr im Amt bin, ja, dann kann Wolfsburg Vorstand sich mich sowieso kreuzweise. Weil ich habe hier so viel für den Vorstand, also so viel geleistet. Ich meine, zweimal in Folge DFB-Pokalsieger, einmal mit Wolfsburg im CL-Finale gestanden. Klar, wir haben da auf die Fresse bekommen, weil ich die Schwierigkeit erhöht habe, aber trotzdem. Wir hätten theoretisch die Champions League holen können, die Meisterschaft. Also wir hätten das Triple holen können mit Wolfsburg, ne? In der zweiten Saison oder dritten Saison. So. Wir hätten das holen können. In einer vergangenen Saison. Wir waren so nah dran, das Triple zu holen. Ansonsten Conference League haben wir fast geholt. Wir haben zweimal in Folge DFB-Pokal gewonnen. Und wir haben halt zweimal in Folge die auch die CL-Gruppenphase überstanden. Das muss man auch nicht vergessen. Klar, in einem sind wir dann deutlich im Achtelfinale gegen Atletico geflogen, aber trotzdem. Wir sind halt krass unterwegs unter meiner Leistung. Und es wäre echt bitter, wenn ich rausfliege. Also das wäre echt, ja, Karrieremodus, wie man ihn kennt. Aber das ist gut, dass im nächsten Teil diese scheiß Entlassung, dass man die ausstellen kann oder dass sie rausgenommen worden sind, was auch immer. So.
Also das ist halt etwas Positives und naja, das kommt ja nicht so häufig vor in Spielen, die von EA entwickelt sind. Aber immerhin im Gegensatz zu Entwicklern von Mr. Prepper zum Beispiel gibt es sowas, weil das Tutorial da bei Mr. Prepper das ja komplett unter aller Sau. Das Tutorial will dich einfach nur fertig machen. So, ich habe ja alles gemacht im Tutorial, haben wir ja gesehen gehabt und trotzdem ja, kriege ich da unnötig ja, Probleme, weil die Entwickler das Tutorial verkackt haben. So. Weil es komplett einfach dreckige, asoziale Unmenschen sind. Genauso wie die Entwickler von Escapist, aber dazu habe ich auch noch da gibt es auch noch ein paar Videos so. In nächster Zeit und da werde ich halt auch gucken, wie es weitergeht in Escapist, weil da gibt es auch Dinge, die mich richtig triggern. Und bei Mr. Prepper geht es halt auch aus dem Grund nicht weiter, halt, weil wegen dem Tutorial halt auch. Weil mir seitdem die Lust auf Mr. Prepper halt auch weg ist. So. An sich, cooles Game-Idee, aber dieses Tutorial, Leute, das ist unter aller Sau. Also ich habe noch nie ein so schlechtes Tutorial gesehen. Und ich habe schon viele Tutorials gesehen. Und viel erlebt in meiner Zeit als Zocker, aber sowas, das übertrifft halt, also das untertrifft halt alles, also negativ halt, untertrifft es halt alles, ne? Also das meine ich halt absolut negativ, halt positiv kannst du den Scheiß echt nicht meinen. So. Ach so, stimmt. Haben wir einfach so gegen Leipzig, ist mir eigentlich auch sowas von Latte. 4-0, alles klar. Wollt ihr alle gefeuert werden? Aber warum spielt ihr so scheiße? Ich weiß, das ist Leipzig, aber trotzdem. Unsere Offensive und unser Mittelfeld ist gut. Von Gesamtschlange. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ja, was für ich bin schuld? Wahrscheinlich ich bin schuld. Kann ich ihn mal anschreien? Meine Fresse, ey. Ja, endlich, geht doch mal. Kann ich das nicht jedes Mal auswählen? Vielen Dank für diese Aussagen. Ja, 4-0 gegen Leipzig, ja, da. Also, da sorge ich auf jeden Fall dafür, dass meine Mannschaft glücklich und zufrieden ist. Junge, halt die Fresse, Alter. Was für öfter eingesetzt werden, Junge. Spielst die ganze Zeit, du Hurensohn. Willst du eigentlich Probleme oder was? Willst du auf die Fresse oder was? Oder was ist los, Junge? Spielt die ganze Zeit, aber will mehr Einsätze oder was? Hier, Arschloch, du hast 19 Mal gespielt. Hier, verpiss dich aus meiner Mannschaft. So Ego-Trips kann ich nicht gebrauchen, du Hurensohn. Verpiss dich aus meiner Mannschaft. Verpiss dich. Ich muss selber gegen Porto spielen. Ach, stimmt, ich habe vergessen, die Energie dafür hochzufahren. Stimmt. Ja. Wobei, habe ich überhaupt Bock, gegen Porto zu spielen? Habe ich überhaupt Bock dazu? Nein. Deswegen mache ich es auch einfach nicht. Ist mir scheißegal jetzt. Meinetwegen fliegen wir dann raus. Mir auch sowas von scheißegal, ey. Soll der Forscher mich kicken? Soll mich kicken? Soll mich kicken? Ist sowieso besser, als wir hier weiter in der Mann zu bleiben. Aber bevor ich fliege, werde ich noch die Leute rausschmeißen, die mir so auf die Nerven gegangen sind. Weil wenn ich fliege, dann werde ich halt die noch rausschmeißen. Als Genugtuung. Werde ich das noch machen vorher. So, falls ich fliegen sollte. Was natürlich passieren kann, vor allem wenn wir in Porto jetzt das Rückspiel verkacken. Was natürlich passieren kann und haltet die Fresse jetzt. Ganz ehrlich, haltet die Fresse. Nein. 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 Weißt du, was Duran will? Darfst dir einen neuen Verein suchen. Und wenn die mir einen Cent für dich geben, du kleines Arschloch. Junge, spielst gegen Bremen, scheiße. Und dann willst du jetzt spielen gegen Porto oder was? Nein. 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 Absolut nein. Und du, Kamara, hast sowieso die Fresse zu einem. Verpiss dich aus meiner Mannschaft, Arschloch. Ganz ehrlich. So. Alisson will auch raus? Ja? Willst du raus? Hier, verpiss dich. Was willst du eigentlich von mir? Willst du auch raus, Dada, ja? Willst du auch raus, ja? Darfst du, du Arschloch. Ich hab dich aufgebaut, du kleiner Hurens. Gut. Darfst du zurückkommen? Darfst du Scham spielen?
So. Und genau, ihn Marzen wir auch noch einen neuen Vertrag dafür, dass er so scheiße spielt. Also ich glaube, sonst geht's ihm noch zu gut. So. Na gut, muss ich da leider rausschmeißen. Geht nicht anders. Aber was für ein Arschloch auch. Muss ich ihn rausschmeißen, ey. Piss dich, ey. Ich hoffe, Dardai, ich habe mich so bei den Spieler gefreut und jetzt fällt er mir so in den Rücken oder was, ey. Blödes Arschloch, ey. Ich hoffe, der krepiert in der Hölle. Ich hoffe, der kriegt irgendwas, was ihm richtig wehtut. Ich hoffe, der kriegt Covid oder so. Nein, Duran Vic spielt nicht mit. Nein. Wo ist der denn sein? Wo ist der denn sein? Ich hab den noch zurückgeholt. Ach, hier ist der. Gut. So, Duran Vic spielt hier nicht mit. Der spielt nie wieder für meinen Verein. Und wenn wir dadurch rausfliegen und ich gefeuert werde, ist mir scheißegal, der spielt nie wieder für meinen Verein. Der spielt hier nie wieder mit. So. Ist mir so dermaßen scheißegal. Ja, ist mir egal. Ist mir so dermaßen scheißegal. Ist mir so richtig scheißegal. Aber sowas von. Auch wenn ich wahrscheinlich gefeuert werde. Ja. Ja, wahrscheinlich werde ich gefeuert. Ach, vorher schmeiße ich, ja genau, ich werde gefeuert. Also werfe ich jetzt alle Leute noch raus, weil ich werde safe gefeuert. So. Deswegen schmeißen wir alle Leute hier raus, weil, nö. Einfach. Ja, genau, auch sowas ist unzufrieden. Mit einer 59 übertreibt er seine Lage oder was? Fick dich, du Arschloch. Verpiss dich einfach im Verein hier. So, alle raus. Alle raus, alle raus, die ich sowieso rausschmeißen wollte hier. So. Burns, du Arschloch, fällst mir in den Rücken oder was? Ich hab dich aufgebaut, du kleiner Hurensohn. Ah, der Güle. Hab dich aufgebaut, du kleiner HSO. Und dreckiger und. Genau auch Niemi. Ich hab ihn aufgebaut. Und der fällt mir in den Rücken oder was? Verpiss dich, Niemi. Ey, wird er mir ein Hitman begegnen? Der hatte so eine Kugel im Kopf, aber gut, da kriegt eh jeder eine Kugel im Kopf. Also, Gerassi auch. Undankbar wie nichts. Also echt, ey. Aber gut, wenn man den nachgeht, muss ich sowieso einen ganzen Kader rausschmeißen, wahrscheinlich. Wo wir bei dir sind, Arschloch. Verpiss dich aus dieser Mannschaft, Junge. Verpiss dich, du scheiß Muschi, ey. So, genauso wie du, ey. Genauso wie du, verpiss dich hier. Freut mich, dass ihr erstmal keine Arbeitgeber habt. Freut mich das. Genauso wie du, Bastoni, ey. Einer der besten der Welt, einen, der, den man ins Klo runterspülen kann. Meine Fresse, ey. Aber ja, ich bin durch mit der Saison. Ich bin auch durch mit dem VfL Wolfsburg. Also höchstwahrscheinlich, weil höchstwahrscheinlich werde ich gefeuert, dann können die mich mal. Und dann werde ich nie wieder Trainer bei den Wölfen sein. Nie wieder. Mir egal, wie sehr EA das verkackt hat, ich werde dann nie wieder einen Fuß in die Zentrale vom VfL Wolfsburg setzen. Halt die Fresse, Junge. Halt die Fresse, Duranville, Junge. Halt einfach dein blödes Maulwerk, Junge. Halt einfach deine scheiß verdammte Fresse, Junge. Ist er überhaupt noch hier? Ja, raus mit dir. Raus, Junge, raus. Einfach deine blöde Fresse zu halten, ey. Das Arschloch, ey. Ich hab ihn aufgebaut. Und er kommt mir so. Spielt scheiße, aber dann, ey, ich will spielen, ey. Tch, sonst geht's ihm noch gut, oder was? Nein, Wimmer spielt nicht mit Spiel. Der spielt auch nicht mit. Meine Fresse. So, mir egal, wie die Mannschaft jetzt performt. Ist mir so dermaßen scheißegal. Weil ich lasse mich nicht für blöd verkaufen hier. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part.